Hallo und herzlich willkommen hier bei Guido Ludwigs Hypnose und Meditation. Heute wieder zu einer Meditation. Schön, dass du eingeschaltet hast und vielleicht darf ich vorher ein bisschen etwas erzählen. Meditation war für mich am Anfang sehr schwierig. Ich konnte meine Gedanken überhaupt nicht anhalten, war zwar in der Gemeinschaft mit vielen anderen gerade am Anfang, aber ich habe nicht den Moment gefunden, nicht die Beruhigung. Vielleicht für dich als Tipp: Überfordere dich nicht am Anfang. Denke nicht, alle sie schaffen es und ich schaffe es nicht. Die Gedanken zu beruhigen und so wie ich heute wirklich minutenlang keinen Gedanken zu haben, erfordert sehr, sehr viel Training. Aber es ist wie ein Muskel, der sich Stück für Stück aufbaut. Wenn wir immer wieder trainieren, dann ist es wie mit einem Muskel, dass er sich aufbaut, dass er sich stärkt. Und wenn wir es dann als Immunsystem sehen, die immer wieder mit diesen Störgefühlen, immer wieder mit diesen Gedanken und Bedingungen konfrontiert wird, dann stärkt sich ein Immunsystem, indem es vielleicht immer wieder eine Erkrankung hat, aber es wird stärker, so wie es bei Kindern meist der Fall ist, die viel Schnupfen, Husten in der Jugend oder Kindheit haben, aber dafür im Alter oder im Leben dann sehr gestärkt sind. So lasse diese Störgefühle, diese Bedingungen, die dich vielleicht in der Meditation festhalten, dich rausbringen. Lasse sie vielleicht ein Symbol oder ein Zeichen sein, dass du stärker wirst, dass du mit jedem Hindernis weiterkommst. Kein Weg ist ohne Hindernisse. Wir dürfen von den Hindernissen lernen, dürfen weich wie das Wasser sein. Wasser kommt überall hin. Wasser ist weich, kommt um jedes Hindernis herum, schafft jede Biegung, einfach nur, weil es annimmt, was jetzt ist. Es mag so sein. Und dann innerlich auch dieses Gefühl hat von, es darf so sein. Wir haben alle Herausforderungen im Leben, die uns scheinen zu überfordern. Doch wenn wir zurückblicken in unserem Leben, dann sind 90% der Ängste, die wir hatten, gar nicht eingetreten. Und dann waren die vermeintlich so großen Dinge, vielleicht im Nachhinein doch viel kleiner, waren doch überwindbar. Und in diesem Vertrauen dürfen wir sein. So wie es im Leben so ist, dass wir gestärkt und erfahrener werden, so darf es auch in der Meditation die Chance geben, dass du Stück für Stück wie ein Kind das Laufen lernt. Es fällt hin, steht auf, fällt hin, steht auf. Ich habe von keinem Kind gehört, das sofort laufen konnte. Wir lernen durch Fehler, wir lernen durch das Hinfallen. So sind Fehlschläge etwas ganz Natürliches. Auch wenn es unsere Schulweisheit, wenn es vielleicht Lehrer, vielleicht auch Umfeld oder Eltern anders darstellen, aber wir lernen durch Fehler. So dürfen wir auch in der Meditation vielleicht heute nicht weit kommen. Vielleicht morgen auch wieder nicht. Aber ich verspreche dir, eines Tages bist du so weit, dass du zurückblickst und fühlen und spüren kannst, wie wunderbar befreit du nun bist. Wie weit du gehen kannst. Was für wunderschöne Gefühle du berühren kannst. Und wie du vielleicht dahin kommen kannst, dass du deine Fragen stellen kannst. Aber aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du so weit bist, dass du dahin kommst, wo du alle Fragen stellen darfst, wo alle Weisheit auf dich wartet, dann verlieren die Fragen ihren Ausdruck. Dann ist alles vollkommen. Es gibt dann keine Frage mehr. Und das wünsche ich uns allen, dass wir dahin kommen, dass wir auf diesem Weg bleiben, Meditation für Meditation, Achtsamkeit für Achtsamkeit, Beruhigung für Beruhigung. Ob wir die jetzt im Wald mit Yoga, Meditation, in Musik malen, wie wir sie auch praktizieren, immer mehr in diese Befreitheit hinkommen. Denn Gedanken sind im Außen und Fühlen und Spüren ist im Innen. Und jeder Mensch ist vielfältig, wie er fühlt und spürt. Aber dieses Fühlen und Spüren bringt uns näher zu unserem Herzen, zu unserer Seele,
und schlussendlich in unser Sein im All eins. Nimm bitte wieder an, was du annehmen kannst. Ich halte es auf meinen offenen Händen und den Rest bitte lass ziehen, ohne zu urteilen. Vielleicht ist das inspirierend, vielleicht darf es dir helfen. Es soll einfach, ja, Worte im Wind sein. Treffen sie dahin, wo es Hilfe und wo es vielleicht Rückenwind gibt, dann darf der genutzt werden. Sollte es aber ins Leere laufen, so ist das auch gut. Alles darf so sein. Dann lass uns nun hineingehen in eine Meditation. Du kannst aufrecht sitzen oder liegen. Ich sitze immer aufrecht, lege meine Hände bewusst offen nieder, damit hier schon Entspanntheit ist. Auch ist das gut für den Energiekanal, wenn er möglichst aufrecht ist, damit die Energie besser fließen kann. Ich werde jetzt wieder die Klangschale anschlagen. Vielleicht, dass wir mit dem Verklingen des Tones unsere Augen schließen und einfach hinter den Augen absinken. Vielleicht kannst du spüren und fühlen, wie sich dein Atem mehr und mehr beruhigt. Wie jetzt und hier dein Herzschlag leichter wird. Wie die Muskulatur deines Körpers sich jetzt entspannen darf. Vielleicht darfst du mehr und mehr in das Vertrauen kommen, darfst deine Anspannung lösen und vertrauen. So spüre und fühle deine Beine, deine Füße. Vielleicht ist es dir möglich, sie noch mehr zu entspannen. So ist es gut. Nun dein Unterkörper, dein Oberkörper und deine Arme und Hände. Spüre und fühle, wie sie vielleicht schon entspannt sind. Ja, lass sie nun noch mehr entspannen. So ist es gut. Es ist nun dein Hals, Nacken und dein Kopf dran. Spüre und fühle, wie entspannt das schon ist. Ja, lass noch mehr los, so ist das gut. Dieser Moment umarmt dich mit Entspannung. Und du darfst es einfach einmal zulassen und annehmen. Es darf dir gut tun. Es darf dir gut gehen. So spüre und fühle vielleicht deine Unterlage, wie sie dir sicheren Halt und Festigkeit schenkt. Spüre und fühle, wie du vielleicht symbolisch mit deiner Unterlage verwurzelt bist. Es eine feste Verbindung mit der Erde darstellt, mit der liebevollen Mutter Gaia, die alles hervorbringt, alles blühen lässt. Spüre und fühle, wie diese positive Energie aus der Erde in dein Sein kommt. So verbinde dich nun über deinen Kopf und deinen Kronenchakra mit dem Universum. Mit der Unendlichkeit des Seins. Spüre die Liebe und spüre die Freiheit, wie sie wunderbar in deinem Sein ankommen. So löst sich das Ich wunderbar auf.
Du bist Liebe. Du bist Freiheit. Du bist das Licht im All-Eins des Universums. So fließt über das Universum eine wunderbare Energie in dein Sein. Diese Energie kommt genau in dir dort an, wo vielleicht Verkrampfung, wo Unglaube, ja vielleicht auch Unvertrauen liegen. Und so wie sich ein Muskel entspannt, wie sich eine Verkrampfung löst, darf nun Vertrauen da hineinkommen. Darf Liebe es auflockern. Darf Licht, Helligkeit da hineinbringen, sodass es dir leichter werden darf. Hier und jetzt, vielleicht nur für diesen Moment, einfach einmal zulassen. Du bist Licht, du bist Liebe und frei. Spürst du und fühlst du, wie du dich im ganzen Raum ausbreiten kannst? Wie Grenzen sich auflösen, du dieses Wunderbare spüren und fühlen kannst und es auch bist. Das Universum und die Erde möchten, dass es dir gut geht. Wie Mutter und Vater wiegen sie dich in Geborgenheit, in Wohlwollen und in Liebe. So schenken sie dir Weisheit, schenken dir Vertrauen, schenken dir eine Liebe, die so wunderschön ist, dass du wie eine Lotusblüte leuchten und blühen kannst. Keine Negativität kann daran anhaften. Keine Herausforderung hält dem stand. Sollten sie wieder in dein Sein kommen, so perlen sie wie kleine Tropfen einfach ab. So ist es gut. Du darfst wie diese befreite Lotusblüte blühen, darfst Liebe, Licht und Freiheit einfach fließen lassen, einfach leuchten darin. Es gibt keine Grenzen, außer wir sie finden sie. Hier und jetzt bist du frei. So spüre und fühle vielleicht, wie diese wunderbare Liebe der Erde, wie dieses erfüllende Licht des Universums, wie Yin und Yang eine Einheit bilden, eine Vollkommenheit sind, in der du bist, in der du warst, in der du immer sein wirst. Du bist vollkommen. Kein Zweifel.
keine Frage. Einfach nur leuchten in diesem Licht. Wunderschön. So schwimmt diese Blume, diese Lotusblüte auf dem See des Bewusstseins. Ist so viel mehr als das. Ist so wunderschön. Ist so frei. Du kannst immer diese Blüte sein. Du kannst immer leuchten in diesem befreiten Licht. Erde und Universum sind immer da. Lasse sie vielleicht für dich ab jetzt ein Zeichen sein für die Vollkommenheit, für die Liebe, für den Frieden und die Geborgenheit. Mutter auf der einen Seite, Vater symbolisch auf der anderen und du in Liebe und Geborgenheit in der Mitte. Freiheit, Vollkommenheit. Vielleicht kannst du es spüren und fühlen, wie wunderschön es ist. Wie vollkommen es ist, ohne Bedingungen, ohne Zweifel, ohne Sorgen. So wunderschön. Umarmt von Mutter und Vater, von Erde und Universum, von Liebe und Freiheit. So nimm nun dieses wunderbare Fühlen und Spüren mit in deinen Alltag. Sei diese Freiheit. Sei diese Liebe und wunderbar berührt. Ich bitte dir nun an, von 3 bis 1 zu zählen. Mit jeder Zahl kommen wir wieder mehr zurück. Sind mehr im Hier und Jetzt, wunderbar frei, ganz in der erfüllten Liebe. Es darf uns gut gehen. 3, 2 und 1. Ich öffne langsam meine Augen. Erde mich ganz tief. Bin voller Dankbarkeit, dass ich dieses Wunderschöne berühren durfte. Vielleicht könntest oder darfst du es auch spüren und fühlen. Es ist so etwas Wunderschönes. Es ist immer da. Es ist immer mit uns. Nur dieser Weg dahin. Der darf uns allen mehr und mehr frei werden, so dass wir es immer und ewig berühren können, im Eins sind damit. Diesen tiefen Segen in alle Richtungen sind. Ein Segen für uns alle.
Ich danke dir, dass du dabei warst. Vielleicht magst du dem Ganzen ein Like, ein Abo oder einen Kommentar schenken als Ausgleich. Ich danke dir, dass du einen Ausgleich schaffst. Liebe in allem. Bis zum nächsten Mal. Dein Guido.